Ja, einen schönen guten Morgen. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr schön, dass wir diese gemeinsame Konferenz haben zu einem Thema, das ja wirklich im letzten Jahr im Mittelpunkt gestanden hat, der Diskussion gerade in unserem Land, also einem Land, das so stark vom Export abhängt und so am Freihandel interessiert ist. Ich würde gerne einführend über das Thema Steuerpolitik und Protektionismus sprechen, und das bedeutet, dass ich einen etwas breiteren Rahmen einnehmen würde, als einfach mal tun würde, der sich speziell auf Protektionismus im Bereich dessen konzentriert, was üblicherweise als Handelspolitik bezeichnet wird, also Zölle, Kontingente und solche Dinge. Ich würde also gerne über den breiteren Rahmen der Steuerpolitik sprechen, und zwar aus mehreren Gründen. Ich denke, ein aktueller Grund ist die US-Steuerreform. Die Debatte über die US-Steuerreform ist ja eine ernste Angelegenheit, aber irgendwie auch ganz lustig, weil sie im Grunde eine Kette von Missverständnissen ist aus meiner Sicht. Also das erste Missverständnis bestand meines Erachtens darin, dass ja Donald Trump eine protektionistische Steuerpolitik in der Tat haben wollte. Er wollte also die heimischen Unternehmen schützen, die heimische Industrie schützen und eine Steuerreform durchführen, die das erreicht. Und er hat sich da zunächst auch gemeinsam mit den Republikanern konzentriert auf ein Konzept, das wirklich ein sehr akademisches Konzept ist und auch an einem Wirtschaftsforschungsinstitut erfunden wurde, die bestimmungslandorientierte Unternehmenssteuer, ein revolutionäres Konzept. Und das Missverständnis besteht jetzt darin, dass Trump dachte, das ist ein protektionistisches Konzept. Tatsächlich ist es das aber gar nicht. Zwar aus folgendem Grund: die bestimmungslandorientierte Unternehmensbesteuerung sagt, dass Unternehmen eben nach dem Bestimmungsland besteuert werden. Das heißt, nehmen wir mal ein Auto, das aus Deutschland exportiert wird in die USA. Heute ist es so, dass man fragt, okay, was ist, nehmen wir mal ein Mercedes, was ist der Wert, bevor er verkauft ist, 50.000 Euro, sagen wir mal. Diese 50.000 Euro muss dann Daimler hier in Deutschland versteuern. Und dann exportieren die das in die USA, und wenn das Ding da für 60.000 verkauft wird, dann sind 10.000 Gewinne, die in den USA zu versteuern sind. Und man streitet dann über den Transferpreis, also über die Frage, ist wirklich diese Bewertung mit 50.000 richtig beim Export, ja, aber die Idee ist, dass eben im Ursprungsland doch das Gut, das exportiert wird, größtenteils besteuert wird, also der Gewinn, wenn der 50.000 ist, nicht der Umsatz natürlich, der Gewinn, vielleicht ist der Gewinn, der in dem Auto steckt, dann auch noch 10.000 oder was auch immer. Jedenfalls hat man die Idee, dass dort, wo ein Gut produziert wird, auch der Ertrag besteuert wird. Und die bestimmungslandorientierte Unternehmenssteuer bewegt sich jetzt ein wenig in Richtung Umsatzsteuer. Sie würde also sagen, wenn Daimler ein Auto exportiert, dann ist der Gewinn, der da drin steckt, völlig von der heimischen Ertragsbesteuerung befreit. Also nicht nur von der heimischen Umsatzsteuer, sondern von der heimischen Ertragsbesteuerung befreit. Und der Ertrag wird also vollständig im Bestimmungsland besteuert. Ja, also ein revolutionäres Konzept. Anlass dafür, dieses Konzept zu erfinden, war die Überlegung, dass Unternehmen mobil sind. Produktion ist mobil international, das führt zu einer Erosion der Besteuerung, aber Konsumenten sind deutlich weniger mobil. Konsumenten ziehen weniger Reichtum aufgrund steuerlicher Unterschiede, und daher die Idee, man besteuert das also im Bestimmungsland. Ja, und Donald Trump dachte, das ist ja hervorragend, wir importieren so viele Autos aus Deutschland, in diesem Konzept können wir die viel besser besteuern. Wenn wir auf alle Importe eine Steuer erheben, und dann würde es uns besser gehen. Warum ist diese bestimmungslandorientierte Unternehmenssteuer jetzt nicht protektionistisch? Sie ist genauso wenig protektionistisch wie die Umsatzsteuer etwa. Die Umstellung von unserem Steuersystem heute auf diese Destination-Based Income Tax kann man im Grunde in drei Schritte zerlegen. Erster Schritt, Abschaffung dessen, was wir heute Körperschaftssteuer nennen, der klassischen Ertragssteuer. Zweiter Schritt, Einführung einer Umsatzsteuer. Dritter Schritt, Senken von Lohnsummensteuern. Ja, und wenn Sie mal überlegen, diese drei Schritte und an die deutsche Steuerreform in den Jahren, Steuerpolitik in den Jahren 2006 bis 2008 denken, was haben wir da gemacht? Wir haben die herkömmliche Körperschaftssteuer gesenkt, nicht abgeschafft, aber gesenkt. Erster Schritt, zweiter Schritt, wir haben die Umsatzsteuer erhöht. Dritter Schritt, wir haben die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt. Das spricht exakt
der Einführung ist äquivalent zur Einführung einer bestimmungslandorientierten Unternehmenssteuer. Schrittweise natürlich, nicht radikal. Und damals hat sich niemand beschwert, wir würden das nicht als protektionistisch bezeichnen. Und das ist also das Missverständnis. Trump dachte, er geht jetzt einen großen Schritt in Richtung Protektionismus. Die Europäische Kommission zum Beispiel hat das auch bestätigt, aber von der Sache her ist es nicht tragfähig. Ja, jetzt war es dann so, dass in den USA bestimmte Unternehmen sich das angeguckt haben, das kann man sich denken, also alle, die importieren, und die haben natürlich schon damit gerechnet, auch zu Recht, dass das für sie jedenfalls im Übergang Probleme bringt. Das bringt dann überhaupt keine Probleme und ist völlig neutral, wenn die Wechselkurse sich entsprechend anpassen, aber so glatt geht das nicht. Unternehmen wie Walmart haben also sich vorgestellt, naja, heute importieren wir ziemlich viele Güter und können die Kosten für diese Importe von der Steuer absetzen. Das könnten wir künftig dann nicht mehr. Sondern dann wäre eine Steuer abzuführen und das gefällt uns nicht gut. Eine riesen Systemumstellung und deshalb hat man das wieder aufgegeben in den USA. Und hat jetzt etwas gemacht, auch interessant, eine Steuerreform, die im Grunde dem internationalen Mainstream entspricht. Und hier ist das nächste Missverständnis. Trump wollte ja gerne das Außenhandelsdefizit reduzieren. Diese Steuerreform wird das Außenhandelsdefizit aber massiv steigern. Warum ist das so? Er senkt die Unternehmensbesteuerung von 35% auf 22 wahrscheinlich, vielleicht wären es auch 20. Er führt eine beschleunigte Abschreibung oder sogar Sofortabschreibung ein für Investitionsgüter. Das sind Schritte von hoher Radikalität. Er schafft außerdem die Auslandsbesteuerung, die Besteuerung von Auslandsgewinnen ab in den USA, die heute dazu führte, dass US-Unternehmen viel Geld im Ausland horten, und wird zu einem Steuersystem übergehen, das im Prinzip dem internationalen Mainstream entspricht. Ja, nur die Wirkung wird natürlich die sein, dass in der Tat mehr investiert wird in den USA, das möchte er ja. Außerdem durch die Senkung der Einkommensteuer wird der Konsum in die Höhe gehen, aber all das wird natürlich das Außenhandelsdefizit massiv in die Höhe treiben. Das kann gar nicht anders gehen. Die Zinsen werden steigen in den USA, das Staatsdefizit wird zunehmen und das Außenhandelsdefizit wird also massiv in die Höhe gehen. Gleichzeitig wird das Land, das ist kein Missverständnis, das ist etwas, was er will, das Land wird interessanter als Produktionsstandort für Investitionen, also die Konkurrenz auch mit Europa um die Ansiedlung von Fabriken etwa, die wird massiv zunehmen. Viele Unternehmen produzieren heute schon in den USA und die Wettbewerbsfähigkeit, also der Standort selbst, wird in der Tat verbessert, aber zumindest für die nächste Zeit wird das Außenhandelsdefizit sich dadurch verschärfen. Auch interessant, die USA führen eine Zinsschranke ein nach deutschem Vorbild, die ist ja in Deutschland auch unter Form der Steuerfachleute nicht so sonderlich beliebt. Aber auch da wird es eine Zinsschranke geben. Das ist ein Schritt mit einer gewissen Logik. Wenn man die Besteuerung von Auslandsgewinnen abschafft, also Auslandsgewinne freistellt, dann steigen die Anreize, etwa durch Fremdkapitalfinanzierung Gewinne ins Ausland zu verlagern. Und da kann man eben dagegenhalten mit so einer Zinsschranke. Aber er sagt, Trump geht also überhaupt nicht andere Wege, sondern schließt sich dem internationalen Mainstream an in der Steuerpolitik. So mehr oder weniger haben die meisten Länder das getan. Ein Unterschied besteht in der Sofortabschreibung, das ist sozusagen, wenn man so will, eine Industrieförderungskomponente in dem Paket. Wenn das wirklich so kommt, wird das Ganze wirken wie ein Erdbeben auf die internationale Wirtschaft. Das heißt, die Zinsen werden ansteigen und die Europäer werden massiv unter Druck geraten, Steuern weiter zu senken. Nicht so schön ist das Ganze für Steueroasen, weil ja die amerikanischen Unternehmen derzeit all dieses wunderbare Geld, 1.300 Milliarden Euro oder wie viel auch immer, wahrscheinlich sogar mehr, in Steueroasen gehortet haben und das lohnt sich jetzt nicht mehr. Also dann wird da viel Geld abfließen und umfließen. Aber der Steuerwettbewerb, gerade um realwirtschaftliche Aktivität, aber eben auch um Gewinnverlagerung, wird sich erheblich verschärfen und unter anderem Deutschland wird reagieren müssen. Wenn Frankreich seine Steuerreform umgesetzt hat, dann wird Deutschland das unter den großen OECD-Ländern das Land mit der höchsten Steuerbelastung sein. Im Bereich der Unternehmenssteuer ist nicht durchzuhalten. Also Deutschland wird reagieren müssen. Naja, das ist die US-Steuerreform. Ich wollte aber eigentlich über was ganz anderes reden, vorausgesetzt. Ich würde ganz gerne noch mal etwas grundlegend über die Frage reden, was bedeutet es, wenn wir über Steuerpolitik reden und den Zusammenhang zu Protektionismus und Steuerpolitik im internationalen Kontext.
Dieses Thema ist relativ komplex, deshalb will ich mal beginnen mit meinen Hauptthesen, die ich hier vertreten möchte. Problematik, erstens die Problematik protektionistischer Steuerpolitik geht weit über Handelsfragen hinaus. Da geht es eben auch um die Ansiedlung, den Einsatz der Steuerpolitik für die Ansiedlung von Jobs, von Investitionen und so weiter. Die entscheidende Frage ist, welchen Rahmen wollen wir für die internationale Steuerpolitik? Und ich bin dafür, dass man einen pragmatischen Ansatz wählt, also Diskriminierung grenzüberschreitender Aktivität in der Tat abbaut, aber durchaus in Abwägung zu anderen Zielen, beispielsweise Schutz des nationalen Steueraufkommens. Wir müssen Doppelbesteuerung zurückdrängen und Nichtbesteuerung. Wir reden derzeit sehr viel über Nichtbesteuerung, über sogenannte weiße Einkünfte, also Lücken im Steuerrecht, die dazu führen, dass bestimmte Unternehmen keine oder sehr wenig Steuern zahlen. Ich werde gleich noch ein Beispiel mit Ihnen diskutieren. Ich glaube aber, die Linie muss sein, wir müssen sowohl Doppelbesteuerung als auch Nichtbesteuerung gleichermaßen zurückdrängen. Ein Bereich, in dem man versucht, systematisch einen Rahmen zu finden für die Steuerpolitik, der dann nicht diskriminierend ist, also gewissermaßen ein Rahmen für uneingeschränkten Handel, für freien Handel, ist die Europäische Union. Wir haben einen Binnenmarkt und wir haben die EU-Subventionskontrolle. Und die EU-Subventionskontrolle ist ein Versuch, eine nicht protektionistische Steuerpolitik sicherzustellen. Also die Länder zu beaufsichtigen und ihnen Vorschriften zu machen, die dann dazu führen, dass sie eine nicht protektionistische Steuerpolitik durchführen, das führt zu großen Problemen. Und da bin ich der Meinung, die EU-Subventionskontrolle geht derzeit zu weit. Wir müssen sie auf ihre Kernaufgaben zurückführen und die nationale Steuersouveränität stärker respektieren. 5 Punkte, also zunächst mal ein paar nochmal grundlegende Überlegungen darüber, was protektionistische Steuerpolitik ist. Dann ein kurzer Blick auf Entwicklung der Steuerstrukturen im Zeitablauf. Kann man eigentlich an der tatsächlichen Entwicklung der Steuersysteme erkennen, dass es besser geworden ist oder ist es schlechter geworden? Und dann Steuerpolitik und Standortwettbewerb, ein paar Fragen dazu. Und dann etwas länger würde ich gerne eingehen auf die EU-Subventionskontrolle, weil es eben so ein schöner Anwendungsfall ist, dieses Versuchs, nicht diskriminierende, nicht protektionistische Steuerpolitik zu machen. Zunächst mal, was ist protektionistische Steuerpolitik? Es ist ein bisschen Eulen nach Athen tragen jetzt. Was ist Protektionismus? Da kann man anschauen, was steht denn bei Wikipedia dazu. Protektionismus geht ja zurück, das Wort geht zurück auf das lateinische Wort Protectio, also Schutz. Und das ist die Idee, das sind Maßnahmen, um inländische Anbieter zu schützen vor ausländischer oder ja, vor allem vor ausländischer Konkurrenz oder den inländischen Markt zu schützen. Das ist positiv konnotiert, das Wort schützen. Das macht auch eins der Probleme. Die Ökonomen sind immer diejenigen, die die Leute nicht schützen wollen. Das ist schlecht. So, da ist man ganz schwieriger. Hier eine andere Definition, die sich bezieht nicht auf den Inlandsmarkt, sondern über grenzüberschreitende Transaktionen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also die Frage ist, betrifft Protektionismus nur den Schutz des Inlandsmarktes oder ist es Protektionismus zum Beispiel, wenn man Exportsubventionen zahlt? Ja, das geht, ist die Frage, geht es nur um den Inlandmarkt oder bezieht sich das nicht auch auf das Ausland? Ja, wie wirkt Protektionismus? Das Standardinstrument ist der normale Schutzzoll. Der ist ja interessant insofern, als er selbstschädigend ist, sagen jedenfalls die Ökonomen. Privilegierung heimischer Produzenten auf Kosten heimischer Konsumenten, volkswirtschaftlich ist das selbstschädigend. Ne? Also man verkleinert den Kuchen, nimmt das in Kauf, um umzuverteilen, den heimischen Konsumenten was wegzunehmen und es den heimischen Produzenten zu geben. Ja, viel Umverteilung funktioniert häufig so, aber dass das so im Zentrum der Politik steht und so populär ist, ist eigentlich interessant, ne, weil es selbstschädigend ist. Es ist also nicht eine Sache, die nur die anderen schädigt, sondern nicht einfach einem selbst schädigt. Dann gibt es natürlich die Idee des Optimalzolls und des strategischen Zolls. Einmal Nutzung von Marktmacht zulasten des Auslands, wenn man jetzt, ich sag mal, Südafrika ist und das einzige Land, das Diamanten produziert und man hat mehrere Unternehmen im Inland, nicht nur eins, die miteinander konkurrieren, dann ist der Preis, den die bilden, zu niedrig. Man möchte gerne ein Monopol bilden und das kann man mit Hilfe von, in dem Fall, Exportsteuern allerdings, nicht Exportsubventionen. Da kann man die Diamanten also verknacken und so eine Art Monopol bilden. Man kann auch gleich im Inland den Unternehmen erlauben, Monopol zu bilden, das ist einfacher. Aber das wäre der Fall eines Optimalzolls, der ist dann nicht selbstschädigend, sondern der schädigt andere, was ja vielleicht besser ist oder auch
je nach Standpunkt schlechter, aber das ist dann zumindest nicht selbstschädigend. Und dann gibt es noch etwas subtilere Varianten, also sowas mögen ja Ökonomen, ne? Man hat dann ein Oligopol, einer der Oligopolisten ist im Oligopol, meinetwegen einer ist im Ausland, einer im Inland, so Boeing und Airbus ist immer das Beispiel. Und wenn man dann dem inländischen Oligopolisten Subventionen zahlt und wenn der inländische Oligopolist den Preis oder das Verhalten des ausländischen Oligopolisten als gegeben ansieht, dann kann man gewinnen, die heimischen Gewinne steigern, indem man dem heimischen Unternehmen Subventionen zahlt. Ja, dann, so kann man also eine Rechtfertigung produzieren für das Zahlen von Subventionen. Ob das irgendwas mit der Realität in diesem Markt zu tun hat, ist eine ganz andere Frage. Ich meine, die wenigsten Unternehmen verhalten sich so, dass sie Reaktionen der anderen überhaupt nicht einbeziehen. Die Idee ist, der ist nicht aggressiv genug und ich steuere den so ein bisschen. Das ist aber eine komplizierte Angelegenheit. Also ob das wirklich mal so klappt, ist eine Frage. Also nicht jede Rechtfertigung ist gleich überzeugend. Dann gibt es natürlich das Argument des Erziehungszolls. Das ist ganz gefährlich. Das Bild ist ja hier, da sind quasi so junge Unternehmen, wie so kleine Kinder, die versuchen erstmal was Neues zu machen und dann kommt jetzt sofort der Portalökonom und will die den rauen Winden des internationalen Wettbewerbs aussetzen. Das ist ja geradezu böse. Deshalb ist Protektionismus hier der Schutz, also des Kindergartens, was Gutes. Das kann man leicht verkaufen, ist aber ebenfalls höchst fragwürdig, setzt voraus, dass wir irgendein Marktversagen haben bei der Gründung neuer Unternehmen, Schaffung neuer Industrien. Also das sind so Vorstellungen über die Wirkung von Protektionismus. Eine andere Geschichte ist der Strafzoll. Das ist ja im Moment auch intensiv diskutiert, auch im Zusammenhang mit China. Also andere Länder subventionieren Produkte und schicken uns billige Produkte. Das ist ja ganz böse. Also richtig böse wäre es, wenn die uns die schenken würden. Das wäre wirklich ein Verbrechen. Also Krugman und Obstfeld haben gesagt, wenn sowas passiert, dann sollte man ihnen eigentlich eine Note of Thanks schicken, da sollte man sich nicht beschweren. Also wir sollten jetzt den Chinesen sagen, herzlichen Dank, ihr seid wirklich großzügig, dass ihr uns diesen billigen Stahl schickt. Danke. So, Ende der Durchsage. Das hat Krugman gesagt. Oder Joan Robinson gesagt, it would be just as sensible as dropping rocks into our harbors, because other nations have rocky coasts. Also auf Zölle des Auslands reagieren durch eigene Zölle, durch Strafzölle, ist hochgradig irrational. Das ist eine Sicht der Dinge, allerdings muss man schon sehen, es gibt natürlich die dynamische Wirkung, also die Idee der Abschreckung, wenn man selbst mit Strafzöllen drohen kann, dann führen andere vielleicht weniger schnell Strafzölle ein, das mag so sein, allerdings wenn die Zölle dann mal da sind, die Zölle der anderen, dann schädigt man sich dann nur noch zusätzlich selbst. Das muss man also überlegen, wie man es macht. Also das sind Vorstellungen über Wirkungen von Protektionismus. Was heißt jetzt Protektionismus in der Steuerpolitik? Zölle sind ja Teil des Steuersystems. Und die Frage ist, kann man sich auf Zölle beschränken oder muss man darüber hinausgehen? Muss man auch andere Teile des Steuersystems in den Blick nehmen? Und da kann man sozusagen radikal denken und sagen, wir wollen, dass Steuern überhaupt nicht den internationalen Handel oder die Allokation von Produktionsfaktoren, wo wird investiert, wo wird produziert, beeinflussen. Denn nur so können wir das Welteinkommen maximieren. Das würde also heißen, nicht protektionistische Steuerpolitik darf überhaupt nicht beeinflussen, den Handel verzerren, überhaupt nicht die internationalen Investitionen verzerren. Das führt dann zu der Frage, ob das nicht ein global einheitliches Steuersystem sein muss, was natürlich utopisch ist. Aber das ist sozusagen konsequent zu Ende gedacht. Die Vorstellung, dass nationale Instrumente den Handel nicht verzerren sollen, wäre das die Konsequenz. Eine weniger ehrgeizige Variante ist zu sagen, okay, eine nicht protektionistische Steuerpolitik ist vielleicht die national optimale Politik. National will man die Ressourcen nicht allzu sehr verzerren. Die Diskriminierung grenzüberschreitender Aktivität lohnt sich im Regelfall nicht. Das Problem besteht darin, dass letztlich alle Steuern wirtschaftliche Entscheidungen irgendwie verzerren. Es gibt gewisse Ausnahmen, die Kopfsteuern, das ist aber eher ein theoretisches Konstrukt. Und wenn man in einer Welt ist, das ist eine grundlegende Einsicht der Wirtschaftstheorie, wenn man in einer Welt mit verzerrenden Steuern lebt, dann ist das Hinzufügen weiterer Verzerrungen nicht notwendigerweise schlecht. Das macht es nicht einfacher. Allerdings sozusagen der Rettungsanker in dieser Theorie ist das sogenannte Produktionseffizienztheorie. Das sagt, okay, wir haben alle möglichen verzerrenden Steuern, aber es ist besser, wir verzerren Konsumentscheidungen und nicht Produktionsentscheidungen.
Ja, das ist, also es ist besser, etwa den intertemporalen Konsum zu verzerren, also morgen weniger sozusagen den Konsum morgen zu diskriminieren gegenüber dem Konsum heute, als Investitionsentscheidungen und Produktionsentscheidungen zu verzerren, also etwa Produktionsfaktoren unterschiedlich zu besteuern. Ne, unter gewissen Annahmen, wie immer, gilt das Produktionseffizienztheorem und das ist eine gewisse Leitlinie. Das würde eben sagen, also Finger weg davon, verschiedene Sektoren jetzt zu diskriminieren, das ist keine gute Idee. Aber die Frage ist natürlich, wie weit führt das? Ein anderer Zugang zu dieser Frage ist zu sagen, ja, welche Ziele verfolgen wir eigentlich mit protektionistischer Steuerpolitik oder mit einer an nationalen Interessen orientierten Steuerpolitik, Schutz heimischer Produzenten und Arbeitsplätze haben wir schon besprochen und Nutzung von Marktmacht. Nutzung von Marktmacht in globalen Güter- und Kapitalmärkten kann auch sich beziehen auf Investitionen und Zinsen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, dass die USA netto Auslandsschuldner sind und jetzt eine Steuerreform durchführen, die Zinsen in die Höhe treiben, dann kann man sagen, das ist das nächste Missverständnis. Ne? Also das ist, dann liegt dann eher im Interesse der anderen. Wenn man nicht Auslandsschuldner ist, dann muss man eigentlich sehen, dass der Zins runterkommt. Also eine Politik zu machen, die jetzt das Ganze verteuert, ist nicht das Klügste. Ja, aber solche Überlegungen kann man anstellen in der Steuerpolitik. Es gibt auch Vorstellungen, nationale Champions zu schaffen, vielleicht weil da Märkte versagen. Dominierend in der internationalen Steuerpolitik ist aber die Idee, Investitionen und Jobs im Inland zu halten. Das ist eigentlich die dominierende Idee. Und da stellt sich die Frage, ist das eigentlich vereinbar? Ist es eine Steuerpolitik, die wir wollen, oder ist das protektionistisch? Ja, etwas Ähnliches tun ja Zölle. Ich sage, ich will meine heimischen Produzenten schützen, ich will die Produktion im Inland halten. Das hat ja auch Donald Trump immer wieder gesagt. Er will, dass Detroit wieder aufersteht, dass dort produziert wird. Und ein Ziel, das eigentlich wenig kritisiert wird für die Steuerpolitik, ist Investitionen und Jobs im Inland halten. Die Frage ist das was anderes als protektionistische Steuerpolitik, die man ablehnt? Ne? Eigentlich weitgehend akzeptiert, aber klar, steht sehr stark im Vordergrund. Dann Steigerung des heimischen Steueraufkommens, also das Steueraufkommen schützen, möglicherweise auch Unternehmen in inländischem Eigentum halten. Das war schon auch eine Motivation für die Trump-Reform. Die Besteuerung von Auslandsgewinnen hat dazu geführt, dass viele US-Unternehmen ihren Sitz ins Ausland verlagert haben. Inversion nennt man diesen Vorgang. Und ihre Auslandstochtergesellschaften dann unter diesen ausländischen Unternehmen aufgehängt haben, damit sie der US-Besteuerung entgehen. Ja, und auch diesen Trend wollte man stoppen. Das beeinflusst die Steuerpolitik. Ja, vor diesem Hintergrund muss man jetzt fragen, ich habe gesagt, also heimische Investitionen fördern ist weitgehend akzeptiert. Da stellt sich dann die Frage, wo beginnt jetzt eine Steuerpolitik, die wir ablehnen? Also klar, Importzölle wollen wir nicht sehen. Was ist mit speziellen Verbrauchsteuern? Spezielle Verbrauchsteuern unterscheiden sich von Zöllen dadurch, dass sie auch auf im Inland produzierte Produkte erhoben werden. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass manche in Europa fordern, eine spezielle Verbrauchsteuer auf große Autos mit mehr als 3 Liter Hubraum. Die muss dann zwar auch der portugiesische Produzent zahlen, aber da in Portugal keine Autos produziert werden mit mehr als 3 Liter Hubraum, ist das verschmerzbar. Und das ist eine Maßnahme, die klar gegen die deutsche Autoindustrie, vielleicht noch Teile der italienischen Autoindustrie gerichtet ist. Ja, deshalb sagt man, also auch spezielle Verbrauchsteuern können protektionistisch sein. Und aus diesem Grund interessiert sich die EU für spezielle Verbrauchsteuern und harmonisiert sie. Das ist nicht jedem Land überlassen, wie es da vorgeht. Das Gleiche gilt für Subventionen für spezielle Sektoren. Schwieriger wird es bei der Umsatzsteuer. Also ist eine einheitliche Umsatzsteuer ein Thema. Ich habe gerade schon erläutert im Zusammenhang mit der US-Steuerreform, dass das eigentlich nicht protektionistisch ist. Eine nach dem Ursprungslandprinzip erhobene vielleicht schon eher. Und wirklich interessant wird es dann bei den direkten Steuern, auch wenn ich mich jetzt auch konzentrieren, zum Beispiel, was ist mit der Patentbox? Die Patentbox ist eine Regelung im Steuersystem, die sagt, wenn man Einnahmen aus Patenten hat, dann werden die niedriger besteuert. Also 5% statt der normale Körperschaftssteuersatz. Ist das jetzt protektionistisch oder nicht? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Dann gibt es Lohnsummensteuern oder auch Sonderregimes bei der Einkommensteuer. Ich komme gleich nochmal auf diese Frage zurück. Bevor wir uns das näher anschauen, ein ganz kurzer Blick auf die Entwicklung der Steuersysteme im Zeitablauf. Ich habe hier einfach mal nur aufgeschrieben, die Struktur des Steueraufkommens 1965 in der OECD und 2014. Ja, also in 50 Jahren, wie hat sich die Struktur des Steuersystems geändert? Und das Interessanteste daran ist vielleicht, dass sie sich fast überhaupt nicht geändert hat.
über Jahrzehnte. Wir reden ja viel von angeblichen großen Verlagerungen der Steuerlast und so weiter. Das ist hier nicht ohne weiteres erkennbar. Also Sie sehen, so ganz große Verschiebungen hat es nicht gegeben, im Wesentlichen zwei. Das eine sind die Zölle, und das interessiert uns. Zölle sind also weitgehend verschwunden, spielen heute keine große Rolle mehr, und die sind ersetzt worden durch allgemeine indirekte Steuern, also Konsumsteuern ohne Zölle, die sind etwas in die Höhe gegangen. Und die andere Entwicklung ist, dass Sozialversicherungsbeiträge an Bedeutung gewonnen haben. Das hat einfach mit dem Ausbau des Sozialstaats zu tun. Das sind ja auch keine Steuern im engeren Sinne, sondern eben Sozialversicherungsbeiträge, also etwas, wofür man eine Gegenleistung bekommt. Hingegen eine Steuer ist so definiert, dass man dafür keine Gegenleistung bekommt. Ja, insofern sind Sozialversicherungsbeiträge ein Sonderfall. Aber wir sehen, also die Zölle sind verschwunden, die Unternehmenssteuern sind so in ihrem Anteil, in ihrer Bedeutung für das Steueraufkommen weitgehend konstant geblieben. Es gibt da allerdings eine strukturelle Veränderung, das ist die einzige, die ich sonst erwähnen will. Was Sie hier sehen, das ist einmal die Entwicklung des Steueraufkommens. Da sehen wir nochmal, da hat sich eigentlich nicht viel getan. Das ist diese horizontale Linie, aber der Steuersatz, der durchschnittliche Steuersatz ist dramatisch gesunken. Also seit den 90er Jahren haben wir eine Umstrukturierung im Steuersystem. Letzter Akt in diesem Schritt ist eben die US-Steuerreform von 35 auf 20 oder 22%, die Steuersätze sind dramatisch gefallen. Ja, aber das ist eigentlich schon die ganze Veränderung im Steuersystem, wenn man jetzt sagen wir mal, aus einer Art Vogelperspektive darauf schaut, dass die Veränderung, mit der was zu tun haben. Und heute wird einmal diskutiert über die Rückkehr der Zölle, also ist es vielleicht zu Ende, diese Zahl des Verschwindens der Zölle, kommen wir wieder zurück zu neuen Zöllen, treten andere Instrumente an die Stelle der Zölle, das ist eine Frage. Und die andere Frage ist, wie beurteilen wir diese Entwicklung hier, die tatsächlich dramatischen Veränderungen in der Unternehmensbesteuerung, die schlagen sich nicht im Steueraufkommen nieder. Und es hat eine Reihe von Gründen, über die ich heute nicht sprechen will, aber es gibt irgendwie schon generell das Gefühl, dass es vielleicht ein Problem ist. Und dass wir, man muss kein großer Statistiker sein, um zu sehen, wenn wir das jetzt fortsetzen, diesen Trend, dann sind wir irgendwann bei Null. Und es wäre erstaunlich, wenn bei Steuersätzen von Null das Steueraufkommen immer noch positiv wäre. Also irgendwann wird es weg sein. Ja, das ist, glaube ich, eins der Themen, mit denen wir zu tun haben heute. Und das bringt mich zum Thema Steuerpolitik und Standortwettbewerb. Was ist da also der richtige Rahmen? Ich glaube, wenig umstritten ist eben dieser Punkt, nicht Ausländer diskriminieren gegenüber Inländern, etwa durch Zölle oder man könnte auch differenziert besteuern. Das soll nicht akzeptabel sein. Grenzüberschreitende Aktivitäten sollten möglichst nicht anders behandelt werden als inländische Aktivitäten. Das sind Prinzipien in der EU, auch in der WTO. Eher umstritten ist die Frage, soll man sektorale oder regionale Differenzierung zulassen? Wir haben gerade das Beispiel der Patentboxen. Eigentlich würde man sagen, wenn man Sektoren unterschiedlich besteuert, dann hat das einen Beigeschmack von Protektionismus. Das ist also eine umstrittene Frage. Und die andere Frage ist, wollen wir eigentlich diesen Steuerwettbewerb? Also ist es so, dass dieser Abwärtstrend, den wir sehen hier in den Steuersätzen, ist das eine Sache, die in Ordnung ist? Zum Beispiel der französische Präsident Macron hat gesagt, ich möchte eigentlich, dass die Unternehmen miteinander konkurrieren, aber nicht die Staaten. Er hat also die Vorstellung, wir setzen so einen Rahmen, vielleicht einheitliche Steuern, zumindest in Europa, und in diesem Rahmen sollen dann die Unternehmen miteinander konkurrieren, aber nicht die Staaten selbst. Auch hier, glaube ich, ist es nochmal hilfreich, kurz zu fragen, was sind wirklich die Ziele nationaler Steuerpolitik? Ein paar haben wir schon besprochen, Jobs im Inland schützen und so weiter. Und was ich hier nur kurz hervorheben möchte, das ist hier der letzte Punkt, der ist nämlich für Deutschland besonders wichtig. Also wir müssen vielleicht nochmal verschärft darüber nachdenken, was das Ziel unserer Steuerpolitik sein soll. Ich nenne das kantianische oder machiavellistische Steuerpolitik. Kantianische Steuerpolitik lautet, gestalte deine Steuerpolitik stets so, dass die Maximen, die dieser Steuerpolitik zugrunde liegen können, zugleich Maximen sein könnten, die der globalen Steuerpolitik zugrunde liegen. Ein reichlich unverständlicher Satz. Aber man sucht sozusagen nach Steuerregeln, die nicht etwa sich konzentrieren auf die deutschen Interessen, sondern die quasi weltweit betrachtet edel und gut sind. Das ist der typisch deutsche Ansatz, auch etwa in der Klimapolitik. Also wir denken global, darunter machen wir es nicht. Wir wollen Vorbild sein. Der Kantianer möchte Vorbild sein. Er verhält sich so, dass alle ihm folgen können und die Welt wäre ein wunderbarer Ort. Die machiavellistische Steuerpolitik, da muss man vielleicht mal einen anderen Namen erfinden, weil der ja nicht den besten Ruf hat, der Mann, wäre eine Steuerpolitik, die zum Beispiel die in den USA dominiert, nicht erst seit Trump.
Also schon vor Trump hat der US-Kongress einen Brief an den amerikanischen Finanzminister geschrieben und gesagt, in der Diskussion über Steuervermeidung, die wir haben, vertrittst du, amerikanischer Finanzminister, ausschließlich die amerikanischen Interessen. Komm nicht auf die Idee, eine kantianische Steuerpolitik zu verfolgen, Klammer auf, wie die Deutschen, Klammer zu, das hat er nicht gesagt, aber das ist gemeint, sondern konzentriere dich auf das nationale Interesse. Ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Frage in der internationalen Steuerpolitik. Ich sage nicht, dass die machiavellistische Variante notwendigerweise besser ist. Man muss aber auch überlegen, glaube ich, ob der kantianische Weg so 100% zu 100% verfolgt sonderlich intelligent ist. Ja, okay, das lassen wir weg. Also man kann das jetzt weiterführen, da geht es um die Aufteilung von Besteuerungsrechten. Aber da die Zeit etwas knapp wird, würde ich mich gerne auf den Punkt EU-Subventionskontrolle konzentrieren. Wir haben in der EU ein Gebiet, in dem wir wirklich versuchen, nicht protektionistische Steuerpolitik umzusetzen. Und das wollen wir uns mal anschauen, wie das geht. Die Subventionskontrolle ist geregelt in Artikel 107 des EU-Vertrags. Da steht drin, aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, gleich welcher Art, die bestimmte Unternehmen oder Produktionszweige begünstigen, den Wettbewerb verfälschen, sind mit dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel beeinträchtigen. Soweit sie den Handel beeinträchtigen. Das ist die Grundlage der Subventionskontrolle in der Europäischen Union. Und umgesetzt wird das, indem bei Regelungen, die wir vorfinden in den Staaten, gefragt wird, liegt da eigentlich Selektivität vor bei diesen Regelungen. Also suchen die Länder sich bestimmte Sektoren oder Unternehmen heraus und bevorteilen die systematisch. In der Tat, das könnte dann den Handel verzerren, wenn die Bundesregierung der deutschen Autoindustrie Subventionen zahlen würde, jetzt im großen Umfang, dann würde das die Wettbewerbsposition der deutschen Autoindustrie fördern und dann könnten die eben andere im Binnenmarkt verdrängen. Ich glaube, das ist also die Logik der Subventionskontrolle, die ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist nur, wie setzt man es um? Wann ist etwas selektiv? Und das Problem besteht jetzt darin, dass Regeln selektiv sein können, wenn sie, wie die Europäische Kommission sagt, nur faktisch selektiv sind, aber eigentlich nicht selektiv. Und hier ein besonders schönes Beispiel, wie ich meine, es gab in Italien eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge für weibliche Arbeitnehmer. Jetzt würde man sagen, okay, also es gibt jetzt keine speziellen Regionen, Sektoren oder Unternehmen, die hier herausgegriffen werden, sondern das ist eine Maßnahme zur Stützung der Frauenerwerbstätigkeit oder was auch immer. Das ist ja legitim, dass ein Land so etwas unternimmt. Das ist also jetzt, man wird vielleicht nicht im ersten Blick darauf kommen, dass das die Subventionskontrolle auf den Plan ruft, aber hier hat die Europäische Subventionskontrolle argumentiert, naja, es gibt bestimmte Unternehmen, also das ist so ähnlich wie mit der Steuer auf die großen Autos, es gibt bestimmte Branchen, in denen sind mehr Frauen beschäftigt als Männer, diese Branchen werden dadurch begünstigt und deshalb ist das eine verbotene Subvention, nicht abschaffen. Das finde ich ein ziemlich weitgehender Eingriff in nationale Besteuerungsrechte. Selektivität wird verneint im Fall der Patentbox. Ich dachte eigentlich immer, ja auch bei IP-Einnahmen, bei Einnahmen aus Patenten ist es so, dass bestimmte Unternehmen, ich stelle mir vor, Siemens, Infineon oder irgendwie technisch, oder vielleicht auch viele Unternehmen der Autoindustrie, die haben Patenteinnahmen und andere haben das weniger. Ja, andere haben weniger Patenteinnahmen. Ich denke mal, die Gastwirte- und Hotelleriebranche hat überschaubare Patenteinnahmen. Ne, vielleicht irre ich mich, aber das hat also einen offenkundigen sektoralen Einfluss. Ne, aber da sagt die Rechtsprechung, nein, jedes Unternehmen kann das meinen. Ich glaube, es kann auch jedes Unternehmen weibliche Arbeitnehmer einstellen, soweit ich weiß. Ne, aber das ist offenbar selektiv hier nicht. Ne, also wenn man sich diese Fälle ansieht, wird sehr schnell deutlich, dass das nicht so wahnsinnig konsistent ist. Sondern vielfach sehr merkwürdig angewendet wird. Hier nochmal, das war in dem Fall eine Sonderabschreibung für Beteiligung an im Inland ansässigen Unternehmen. Immer wenn da im Inland oder so drinsteht, ist das eigentlich ein Verstoß, aus meiner Sicht, gegen europäisches Recht. Hier hieß es aber, ist okay. Selektivität wird verneint, warum? Ist mir schleierhaft, ehrlich gesagt. Ich weiß es einfach nicht. Aber hier wurde die Selektivität dann verneint.
Und ein besonders schönes Beispiel und eins, das Sie auch alle kennen, ist das Beihilfeverfahren gegen Irland, beziehungsweise Apple, also eigentlich gegen Irland. Ne? Und das, was ich wirklich interessant finde, ist, dass dieses Verfahren sehr gut zeigt, wie weit die Subventionskontrolle wieder geht. Ne? Also dass die Firma Apple, die genauen Zahlen interessieren jetzt nicht, hier sehen Sie die Gewinne, die Apple so erzielt pro Jahr, die ausländischen und die inländischen, also die Auslandsgewinne lagen zum Beispiel 2012 bei 35 Milliarden Dollar. Ne? Also da ist richtig was zu holen. Und das sind die Steuerzahlungen, das sind jetzt Cash Taxes Paid, die Details spielen keine große Rolle, aber zum Beispiel 2011 lagen die bei 2%. Also auf diese 35 Milliarden Euro hat man 2012 2% Steuern abgeführt, wirklich. Ne? Auf diese Auslandsgewinne ist ja nicht so wahnsinnig viel. Die Frage ist nur, was hat das jetzt alles mit der Subventionskontrolle zu tun? Ja, und das ist, was Sie hier sehen, das ist die Unternehmensstruktur von Apple. Ich will gar nicht auf die Details eingehen. Ne? Das Interessante ist diese Firma Apple Operations International. Diese Firma müssen Sie sich so vorstellen, die ist registriert in Irland. Sie hat aber keinen steuerlichen Sitz in Irland. Sie erfüllt nicht die Bedingung für einen steuerlichen Sitz in Irland. Sie erfüllt auch nicht die Bedingung für einen steuerlichen Sitz in den USA, sondern die hat ihren steuerlichen Sitz nirgends. Und das bestreitet auch niemand, auch die Europäische Kommission nicht, dass das so ist und dass das auch alles rechtens ist. Was Sie davon halten, ist eine zweite Frage, aber das ist so. Jetzt hat diese Firma eine Betriebsstätte in Irland, die als Betriebsstätte dort auch einen steuerlichen Sitz hat. Also Sie können als Firma irgendwo sein, steuerpflichtig irgendwo sein und sagen wir mal ein Lager in Irland unterhalten, dann haben Sie da eine Betriebsstätte und die Gewinne dieses Lagers, die sind dann steuerpflichtig in Irland. Das ist die Situation von Apple. Und die Apple hat das so aufgestellt, ich vereinfache das jetzt etwas, und hat dann die irische Regierung gefragt, ist das jetzt so, dass wir nur mit unserer Betriebsstätte steuerpflichtig sind, ja oder nein? Dann hat die irische Regierung gesagt, ja, das ist so. Ne? Das ist viele Jahre her. Ne? Das entspricht unseren Gesetzen und ihr seid also nur mit den Gewinnen steuerpflichtig, die in dieser Betriebsstätte erzielt werden. Und die Europäische Kommission, die sagt jetzt, das ist alles falsch. Ihr habt das ist ein Transferpreisproblem. Also wie ordnen Sie Gewinne in so einem Unternehmen lokal zu? Und die OECD, die Europäische Kommission hat gesagt, da gibt es gewisse Regeln, ne, Standards, Vorgehensweisen, die von der OECD beschrieben werden. Und ihr habt die verletzt, denn es gibt den Rest der Firma überhaupt nicht. Also der Sitz, das Head Office nennen die das, also was nicht jetzt das Lager in Irland ist, die Logistikaktivität in Irland, die haben in dieser Betriebsstätte eine Logistikaktivität, die verschicken da iPhones im Wesentlichen. Ja, das ist da und den Rest gibt es gar nicht. Na, dann hat Apple gesagt, Entschuldigung, unser Head Office, da sitzen wichtige Leute, Manager, die entscheiden über Milliarden und so weiter, die treffen sich auch. Und streiten die Kommission auch nicht, aber die sagt, das ist läppisch. Die treffen sich ab und zu, trinken eine Tasse Kaffee und lachen sich tot, dass es wieder Steuern vermeiden. Und totlachen über Steuervermeidung, das allein konstituiert noch keine Aktivität, der ich große Gewinne zurechnen kann. Also das ist der Streit. Meine persönliche Meinung dazu, ich bin kein Jurist, ist, dass die Kommission das verlieren muss, diesen Fall, weil nicht nachweisbar ist, dass dieses Head Office nicht existiert. Das kann man, glaube ich, nicht nachweisen, sondern die treffen sich, ne, die halten Wortsitzungen ab, die treffen Investitionsentscheidungen, das ist problematisch. Ne? Und also die Position von Apple ist, ich muss mich fragen, wenn ich das einem Dritten übergeben würde, diese Logistikaktivität in Irland, wie viel Gewinne würde er damit erzielen? Bestimmt nicht 35 Milliarden Euro im Jahr, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, und die Kommission sagt doch, das sind 35 Milliarden Euro, die ja verdient werden, denn das Head Office gibt es gar nicht. Und da wir keine Ahnung haben, wo die Gewinne sind, müssen sie wohl da sein, wo die Betriebsstätte ist. Also interessante Argumentation. Ich trage Ihnen das nur vor, um Ihnen klarzumachen. Also wirklich geht es ja um was ganz anderes. Es geht überhaupt nicht um Handel, auch nicht um Subvention, sondern es geht um Steuervermeidung. Die wollen gerne das Geld. Das ist auch populär gegen Apple Fonds. Das ist eine Politik gegen Steuervermeidung, also ein völlig anderes Gebiet. Und ich finde, ich trage Ihnen das hier vor, um klarzumachen, wie sich die europäische Beihilfenkontrolle entwickelt hat. Das kann man gut finden, dass man sagt, die Europäische Kommission macht Steuerpolitik gegen Steuervermeidung, aber es ist nicht mehr die Beihilfenkontrolle. Das ist eine Angelegenheit der Mitgliedstaaten und deshalb würde ich sagen, das muss man anders organisieren. Noch ein paar Beispiele, dann höre ich auch auf.
für genehmigungspflichtige Beihilfen, also Sanierungserlasse, Steuerbefreiung für Sanierungsgewinne. Wenn Sie ein Unternehmen sanieren, dann wollen Sie nicht, wenn Sie da Geld reinstecken, Steuern zahlen, Steuervergünstigung für Elektroautos, Sonderabschreibung für Wohnungsbau, Sonderregelung mit der Grunderwerbsteuer bei Umstrukturierung im Konzern, Sie wollen ja Umstrukturierung zulassen, erbschaftssteuerrechtliche Vergünstigung für Unternehmensvermögen, alles Gegenstand der Subventionskontrolle. Und Sie sehen, dass also die EU-Subventionskontrolle sich ausbreitet über den gesamten Bereich des Steuerrechts. Und das war nicht so gedacht. Also die ursprüngliche Idee war, eben nur dann eingreifen, wenn der Wettbewerb verfälscht wird und der Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird. Dann ist es so, dass die Schonung des Unternehmensvermögens im Erbschaftssteuerrecht den Handel beeinträchtigt? Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also das ist ein gewisses Problem. Und deshalb, meine Hauptthesen habe ich Ihnen schon vorgetragen. Ich glaube, es gibt nicht so etwas wie die absolute Wahrheit, was einen Rahmen angeht für die internationale Besteuerung. Was ist der angemessene Rahmen? Ich halte es für gefährlich, wenn wir in Europa sagen, wir wollen, dass die Unternehmen sozusagen unter völlig gleichen Bedingungen konkurrieren. Die Frage ist, was sind gleiche Bedingungen? Die Hochsteuerländer, die im Zentrum Europas leben und Standortvorteile haben, die möchten gerne konkurrenzlos werden, die von niedrigen Steuern lebt, etwa an der Peripherie der EU. Was macht ein Land wie Estland, wenn wir dem die Möglichkeit wegnehmen, niedrige Steuern zu erheben? Hätte Irland sich jemals so entwickelt, ohne die Möglichkeit, niedrigere Steuern zu erheben als die Kernländer? Wahrscheinlich nicht. Und deshalb ist aus meiner Sicht, muss man eher das in den Blick nehmen, einen vernünftigen Standortwettbewerb. Und da konkurrieren Länder mit Infrastruktur, mit ihren natürlichen Vor- und Nachteilen und eben auch mit Steuern. Und das sollte man doch in gewissem Umfang zulassen. Und ich meine, die EU-Subventionskontrolle, die ist wichtig, sollte sich aber eher auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. Schönen Dank.